Moin, moin, Leute. Herzlich willkommen zurück bei den Mörderkaninchen und herzlich willkommen zurück bei dem, was letzte Woche wichtig war. Heute starten wir mit einem Freeware-Flugzeug und zwar mit einem, was ich persönlich als ziemlich cool erachte, nämlich der LED 410, dem Turbo-LED. Existieren tut dieser Flieger schon ein bisschen länger, aber er bekommt gerade einen Major Overhaul. Es wird quasi der gesamte Flieger von Grund auf überarbeitet, das heißt, dass er neue Texturen bekommt, neue Animationen, neue Effekte und neues Modeling. Das für einen Freeware-Flieger ist natürlich schon cool genug, zumal der Flieger Freeware bleiben wird, das heißt also, dass man auch weiterhin nicht einen einzigen Cent dafür bezahlen muss, aber wenn die Arbeit gut werden sollte, vielleicht mal drüber nachdenken sollte, ob man dem Entwickler nicht doch etwas zukommen lässt. Die LED 410 ist ein kleines Turboprop-Flugzeug, das für Kurzstrecken, und zwar für wirklich kurze Kurzstrecken gedacht ist und aus dem ehemaligen Ostblock kommt. Das macht es allerdings aus meiner Sicht nicht weniger interessant, gerade diese Flieger sind es, die mich persönlich am meisten interessieren, weil es dafür bisher relativ wenige bzw. eigentlich sogar gar keine Umsetzung gibt und weil sie ganz anders sind als das, was wir aus dem Westen so gewohnt sind. Genauso wie die Tupolev Tu-154 von Felis ist das hier ein Flieger, der definitiv auf meiner Wunschliste steht. Wenn also die Verbesserung herausgekommen ist, dann werde ich sie mir herunterladen und das Ganze mal antesten. Falls euch dieses Projekt interessieren sollte, dann könnt ihr ja einfach mal auf der hauseigenen Website vorbeischauen. X-Plane Hungary heißt das, habe ich euch in der Videobeschreibung verlinkt, klickt ihr einfach drauf, landet auf der Website und dann könnt ihr dort im Developer-Blog verfolgen, was der Entwickler macht, wie schnell das vorangeht und wie es aussieht. Weiter geht's mit Szenerien, und zwar mit Lake Moraine, den Ten Peaks in Kanada. Der Developer Frank Denise, ich hoffe ich spreche das richtig aus, hat sich wieder einmal mit Fabio Bellini zusammengetan und eine Mountain Scenery entwickelt. Einigen von euch dürfte dieses Duo bereits durch die sehr guten Umsetzungen von europäischen Alpenszenerien bekannt sein, so zum Beispiel der Brenta Park, der National Park, der Everest Park oder der Matterhorn Park. In diesem Fall dreht es sich allerdings nicht um eine Umsetzung aus dem Himalaya oder aus den europäischen Alpen, sondern aus Kanada. Und zwar um das sogenannte Valley of the Ten Peaks, das befindet sich im Banff National Park in Alberta in Kanada. Laut Aussagen der Entwickler will man das gesamte Tal umsetzen, das heißt also nicht nur die Berge, sondern auch das, was sich dazwischen befindet. Dazu gehören diverse Seen, diverse Schlösser, malerische Waldlandschaften und natürlich auch eine Winterumsetzung davon. Im Hintergrund seht ihr einige Screenshots davon durchlaufen, die aus meiner Sicht vielversprechend aussehen. Für Leute, die also gerne VFR am X-Plane unterwegs sind, könnte das hier durchaus eine gute Möglichkeit sein, diese VFR-Lust auszuleben. Es ist leider bisher nicht bekannt, wann diese Szenerie herauskommt und wie viel sie kosten wird. Die einzige Information, die wir haben, ist eine Vermutung des Entwicklers, die sagt, dass man damit rechne, zwischen Q4 2020 und Q2 2021 zu releasen, was bedeuten dürfte, dass diese Szenerie irgendwann im Frühjahr 2021 erscheint. Wie gesagt, handelt es sich dabei allerdings nur um eine Vermutung, das bedeutet also, dass hier noch nichts feststeht und es sich nicht um ein Release-Date handelt, sondern nur um eine Möglichkeit eines Releases. Sollte sich das aber ändern und irgendwelche weiteren Informationen dazu bekannt werden, dann werdet ihr die wie immer an dieser Stelle zusammengefasst finden. Und weiter geht's mit den Szenerien, aber diesmal wechseln wir auf die Kanaren. Orbex hat nämlich angekündigt, dass man Orbex Canary Islands entwickle, das heißt also eine fotoreale und Mesh-Umsetzung der kanarischen Inseln für X-Plane. Was das bei Orbex bedeutet, wissen wir in der Regel eigentlich alle. Eine sehr genaue und sehr detaillierte Umsetzung von dem, was sie da versprechen. Das bedeutet also die kanarischen Inseln in ziemlich guter Qualität. Dazu gehört natürlich nicht nur die Umsetzung mit Bodenfotos, das heißt mit hochqualitativen Ortos, sondern auch mit Custom Mesh und custom platzierten Gebäuden. Wie bei allen anderen Orbex-Szenerien wird man hier also handplatzierte Objekte haben. Dazu gehören Custom Buildings, die auch handmodelliert worden sind, Windräder, Bäume, Gebäude, Klippen und so weiter. Und als besonderes Feature wird der Airport La Palma Golf Charlie Lima Alpha enthalten sein, der sich auf der gleichnamigen Insel befindet. Man bekommt hier also nicht nur eine sehr gute Umsetzung der kanarischen Inseln, sondern auch gleich noch einen Airport in Perwehr-Qualität mitgeliefert. Wann genau das Ganze fertig sein und wie viel es kosten soll, das wissen wir bisher leider noch nicht. Wenn sich das ändern sollte, dann werdet ihr natürlich wie immer an dieser Stelle darüber informiert.
Und kurz bevor wir für heute mit X-Plane Feierabend machen, gibt es dann noch ein paar Neuigkeiten über HST Simulations X-Ambience Pro. Bei X-Ambience Pro handelt es sich um ein Programm, das das Aussehen des Wetters in X-Plane verändern soll. Angeblich bringe es aber eine eigene Wetter-Engine mit sich, sodass man sich entscheiden könne, ob man das Wetter von X-Plane, einem anderen Provider oder von X-Ambience beziehen möchte. Mit X-Ambience sollen einige Änderungen einhergehen, die sich im Standard-X-Plane natürlich so nicht ergeben können. Unter anderem habe man komplexe Wolkenformationen hinzugefügt, so zum Beispiel die charakteristischen Amboss-Wolken bei Gewitterstürmen, Towering Cumulus und andere Dinge, die es im Standard-X-Plane und bei anderen Wettertools angeblich so noch nicht gibt. Enthalten sein sollen die 3D-Wolken im Initial Release zwar noch nicht, man habe aber bereits die Entwicklung daran gestartet, sodass sie in einem späteren Update dazukommen sollen. Wann genau X-Ambience Pro herauskommen soll, ist derzeit leider noch unbekannt. Der Entwickler rechnet mit dem Frühjahr 2021, ohne irgendwelche genaueren Angaben zu machen. Sollte sich das ändern, das heißt, sollten wir erfahren, wann X-Ambience Pro herauskommt und wie viel es kosten wird, dann werdet ihr natürlich wie immer an dieser Stelle darüber informiert. Und dann haben wir am Ende noch eine Scenery für den Prepared, und zwar Shanghai Pudong von Whiskey Fox Scenery Studio. Die sind im Prepared dafür bekannt, dass sie relativ gute Szenerien für den asiatischen Markt produzieren, und jetzt hat man sich dort eben an Shanghai Pudong gesetzt. Bis auf die Information, dass man sich an diesen Airport gesetzt habe und die Bilder, die ihr im Hintergrund sehen könnt, war es das allerdings leider auch schon wieder. Mehr Informationen darüber haben wir bisher nicht. Sollte sich das aber ändern, das heißt, sollten mehr Informationen bekannt werden, dann werdet ihr natürlich wie immer an dieser Stelle darüber informiert. Und dann gibt's am Ende ganz kurz noch was in eigener Sache. Das hier ist die letzte News-Folge vor dem Weihnachtsfest, vor Heiligabend und den Weihnachtsfeiertagen. Da wir uns vorher also höchstwahrscheinlich nicht mehr in einem derartigen Format sehen werden, wollte ich die Gelegenheit nutzen, um euch ganz kurz frohe Weihnachten zu wünschen und wundervolle Festtage. Ich hoffe, ihr habt eine besinnliche Zeit, eine Menge Spaß, könnt euch trotzdem, wenn auch virtuell vielleicht, mit euren Familienmitgliedern treffen, und wir sehen uns dann frisch und munter zwischen Weihnachten und Neujahr wieder.